Ja, hallo. Wir präsentieren uns gestern und heute mit unserem Showtruck hier bei Selcross in Aschaffenburg. Wir hatten sehr gute Gespräche mit Kunden gehabt, die sich für das Thema minimalistische Wohnen interessieren. Wir können aber dank der modularen Bauweise können wir auch größer bauen mit Modulen, die wir dann quasi zusammenstellen können, wie früher die Kinder mit ihren Bauklötzchen gestapelt haben. Ja, das Haus selbst ist 14 Meter lang, 3 Meter hoch und 2,50 Meter in der Breite. Das Haus wurde überwiegend von mir alleine gebaut, außer den Elektrik-, Sanitär-, Arbeiten und die Fenster, die eine Firma eingebaut hat. Aber ansonsten in der Rohbauphase hatte ich nur an 5 Tagen noch Unterstützung gehabt. Ansonsten kann man tatsächlich auch mit einem Bausatz sich sowas selbst bauen. Die Selbstbauweise sehen wir von The Future House als Zukunftstrend, weil die Situation, Fachkräfte zu bekommen auf dem Bau oder auch Handwerker immer schwieriger wird. Ja, zu dem Haus selbst, es ist ökologisch gebaut, zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen. Es ist energieeffizient, es hat einen KfW 55 Standard, wo man 15.000 Euro als nicht rückzahlbaren Zuschuss erhält, was dann also auch entsprechend den Kaufpreis reduziert. Es ist dann also schon ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen Tiny-House-Herstellern, wo man für zwischen 50 und 55.000 Euro nur bis 20 Quadratmeter bekommt, liegen wir hier bei 33 Quadratmeter nur knapp darüber. Ja, ansonsten Corona schränkt uns etwas ein in unseren Vertriebstätigkeiten. Wir versuchen natürlich schon in den nächsten Monaten auch den einen oder anderen Termin zu machen hier im Rhein-Main-Gebiet erstmal. Darüber könnt ihr euch in Kürze auf unserer Internetseite informieren. Und ich würde mich sehr freuen, euch bei einem dieser Termine zu begrüßen. Danke.